Hallo, liebe Patricia, schön, dass du da bist. Ich Hi, freue mich Heike. auf unseren Austausch. Wie geht's dir? Erzähl uns mal. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf in deinem Podcast, YouTube-Gespräch heute. Mir geht es sehr gut, bis auf die Tatsache, dass heute Mitte August ist und wir so einen totalen Herbsttag haben. Das nervt irgendwie so ein bisschen, aber Summer Feeling kommt dieses Jahr irgendwie nicht so richtig auf. Aber soweit geht es mir gut, danke. Sehr, sehr schön. Magst du dich einfach direkt mal vorstellen für alle, die jetzt zuhören? Wer ist Patricia? Wer versteckt sich vor allem hinter dem Namen? Ja, also ich bin Patricia, ich bin 37 und ich lebe in meiner Familie ein bisschen südlich von München. Ich bin letztes Jahr Ende Oktober zum ersten Mal Mama geworden. Ich habe einen kleinen Sohn und ja, beruflich komme ich aus der PR- und Sportbranche, aber mein Leben hat ja so vor 4, 5 Jahren so eine kleine Wendung oder so einen kleinen Schlenker eingeschlagen in Richtung Yoga. Und durch meine Yoga-Ausbildung und zu so diesem Weg, ich würde mal sagen, schon so ein bisschen zu mir, sind auch ätherische Öle in mein Leben getreten. Und ja, es hat ganz viel verändert und ganz viel in andere Richtungen gelenkt, was sehr spannend ist. Und ja, das bin ich ganz kurz vielleicht Ja, zusammengefasst. mega spannend. Du hast jetzt schon ganz viele Sachen gesagt, auf die ich gerne eingehen möchte. Du hast gesagt, dir ist jetzt die letzten Jahre kam das Yoga und die ätherischen Öle in dein Leben. Wer war denn Patricia vorher, bevor das Yoga gekommen ist? Gute Frage. Auf jeden Fall, Patricia war sehr unausgeglichen, immer in so einem Hamsterrad. Alles muss sehr ungeduldig, alles muss immer zur gleichen Zeit, alles auf einmal. Du hast schon 5 Projekte, ach, ein sechstes und ein siebtes, ist auch kein Problem. Das ist, glaube ich, Patricia vorher gewesen, ja. Sehr, sehr spannend. Und vorher oder bist du ja auch noch heute, warst du ja auch im Leistungssport aktiv. Wie hat das damals oder auch noch heute dein Leben geprägt? Was waren da so deine Lebensmittelpunkte dadurch und vielleicht auch deine Ziele im Leben, die dich da beschäftigt haben? Ja, also ich habe fast 20 Jahre Golf als Leistungssport betrieben, nicht auf professioneller Ebene, muss man aber sagen, sondern im Amateurbereich, aber da trotzdem, so erste Bundesliga ist im Golf nicht wie im Fußball der Profisport, sondern es ist immer noch Amateursport. Da war ich natürlich auf der einen Seite sehr ambitioniert, aber ich glaube, wenn ich heute so zurückblicke, dass mir mein Temperament und meine Ungeduld und dieses alles auf einmal und alles sofort damals extrem im Weg gestanden ist. Ich hatte jetzt nie das Ziel, Profi zu werden und mein Leben mit Golfspielen zu verdienen, mein Lebensunterhalt. Aber lustigerweise bin ich ja dann über den PR-Job, also ich war Pressesprecherin im Golfverband oder bin aktuell in Elternzeit, habe ich es ja dann doch irgendwie geschafft, sage ich mal, meine Leidenschaft zum Sport, zum Beruf zu machen. Aber es hat mich, also der Sport hat mir ganz viele Dinge auch gelehrt, also viele tolle Werte natürlich. Golf lernt einen Demut an allererster Stelle. Also immer, wenn man glaubt im Golfsport, heute ich kann's, dann zeigt einem der Sport, nein, doch nicht. Natürlich auch mentale Stärke, ambitioniert sein, ehrgeizig sein, Ziele verfolgen. Ja, das sind alles so Werte. Fairness natürlich, Sport. Sportliche Einstellung, aber auch Team. Also Golf ist ja eigentlich ein Einzelsport. Lustigerweise haben mir aber diese Team-Events, also wir haben so Mannschaftsmeisterschaften immer gespielt. Das waren immer meine absoluten Highlights, einfach so Teil eines Teams zu sein. Später auch, als ich ein bisschen älter war, als Kapitän in Teams zu formen. Das war das, was mir immer den größten Spaß gemacht hat. Total spannend. Das heißt, auf der einen Seite über deinen Sport natürlich solche Werte wie, wie du gerade sagst, Demut, Teamfähigkeit, immer wieder starkes Mindset. Und auf der anderen Seite aber die Patricia, die du gerade sagtest, die einfach total ungeduldig ist und alles jetzt sofort und so ein bisschen immer vielleicht der Möhre hinterherrennen, weil immer das nächste Projekt und noch was. Und wie, inwiefern hatte da in diesem Mix
die Themen Achtsamkeit und ein bewusster Lebensstil schon Platz bei dir früher? Ich glaube, bewusst gar nicht so viel. Also wir haben natürlich damals schon auch mit Sportpsychologen gearbeitet. Das war erst so ein bisschen im Kommen. Ich glaube, wenn man heute den Leistungssport anschaut im Golf, dann ist es viel mehr der Fall. Bei uns war es so, es war ein Angebot, aber ich muss zugeben, ich habe das nie wirklich genutzt. Mhm. Ich war eigentlich mental immer relativ stark. Mhm. Klar, man hätte sagen können, an deiner Ungeduld oder so hätte man vielleicht schon arbeiten können, aber ich habe das damals eigentlich nicht so, ich hatte es nicht so auf dem Schirm. Also ich habe ja auch mit Yoga angefangen zum Beispiel, weil ich habe, als ich klein war, auch viel geturnt und durch Kraftsport und Ausdauer, was ich jetzt auch für Golf alles gemacht habe, ist natürlich die Beweglichkeit so ein bisschen flöten gegangen. Mhm. Trotzdem braucht man aber Mobilität im Sport. Dann dachte ich, Yoga fange ich jetzt mal an, das ist so wie so ein gutes Stretching. Ich hatte so diesen spirituellen Hintergrund oder das, was Yoga eigentlich bedeutet, das habe ich erst Jahre später verstanden. Also ich glaube nicht, dass ich so offen dafür war früher, für diese Achtsamkeit, Mindfulness und so, muss ich tatsächlich sagen, war nicht so, zumindest nicht bewusst irgendwie Teil meines Lebens. Ja, nee, ist ja auch, es geht ja extrem vielen so und ist ja auch absolut okay. Und umso spannender finde ich, dass dann trotzdem so diese Themen trotzdem in dein Leben gefunden haben. Ne? Also es sollte ja dann trotzdem irgendwie kommen, aber es kam ja nicht aus irgendeinem Mangel heraus oder wie das auch viele haben, die dann sagen, irgendwie habe ich gemerkt, irgendwas läuft in meinem Leben nicht oder irgendwie bin ich unglücklich. Das war ja bei dir eigentlich gar nicht der Fall, oder? Nein, also ich sage mal, der Moment, in dem ich Yoga so richtig verstanden habe und mich auch in Yoga verliebt habe, der ist so ein bisschen schon aus einer unglücklichen Situation entstanden. Ich war damals auf einem Yoga-Retreat auf Bali, weil sich mein langjähriger Freund kurz davor von mir getrennt hatte und wir waren eigentlich schon so in Richtung heiraten, Familie gründen und da ist natürlich so ein Kartenhaus zusammengefallen und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt hier raus. Und das Retreat, das ich damals gefunden habe, ich glaube ja bei sowas nicht an Zufall, das hieß Escape the World. Und die hatten noch genau einen Platz. Und dann habe ich gesagt, da steht mein Name drauf. Ja. Und dann bin ich da hingefahren und alleine, also das ist auch etwas, was ich früher nie gemacht hätte, alleine irgendwie in Urlaub oder auf so ein Retreat fahren, könnten ja irgendwie alle doof sein. Das war tatsächlich auch so ein Gedanke, den ich damals hatte. Aber das hat mir brutal gut getan. Ich habe tatsächlich in dieser Woche, die ich dort war, keine einzige Träne vergossen. Und da habe ich, und es war Jahreswechsel 2016, 2017, da habe ich das erste Mal angefangen, mich auch so mit so ein paar Fragen zu beschäftigen, weil wir hatten einen Tag, das waren 24 Stunden Silence, wo wir durften nichts lesen, wir durften nichts konsumieren, wir durften schreiben oder kreativ uns irgendwie ausleben, aber auch keine Musik hören oder Bücher lesen oder irgend sowas. Aber wir hatten so ein paar Fragen, sehr tiefgehende Fragen. Und ich hatte mich tatsächlich bis dahin nie mit sowas befasst. Und das war eigentlich so der erste Moment, wo ich dachte, ah, da gibt es ja irgendwie auch noch was anderes. Ja. Und vorher, ja, also das war schon, würde ich schon sagen, dass das aus einem Mangel entstanden ist. Okay. Aber das war ganz spannend, weil ich sage mal, Yoga war wie so eine Schublade, ne? Wie so die Tafel Schokolade, wenn es einem nicht so gut ging. Und es hat mir in der Zeit sehr geholfen. Mein Freund ist zurückgekommen, wir sind heute verheiratet und Eltern. Und es war damals sehr spannend, weil ich dann gedacht habe, okay, ich war dann so voll in diesem Yoga-Ding drin. Und dann dachte ich, na, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert, weil jetzt geht es mir ja wieder gut. Mein Problem hat sich ja gelöst, also zumindest dieser Beziehungsschmerz, den ich hatte. Aber Yoga ist geblieben, weil ich halt gemerkt habe, durch diese Trennung, und das ist immer so, ich sage immer, diese Trennung war für was gut, auch für mich, auch wenn ich diese Zeit nicht nochmal brauche, weil es mir wirklich nicht sehr gut ging. Aber ich bin halt dadurch auf so eine Reise zu mir gegangen. Das hört sich jetzt irgendwie sehr hochtrabend an, aber es war so. Also das war so ein totaler Türöffner, der mich in so eine ganz neue Welt gebracht hat. Und dafür bin ich unglaublich dankbar, weil das hätte ich nie gemacht, da alleine irgendwo hinzufliegen, geschweige denn, um da irgendwie nur Yoga zu machen und in so ein Silence-Retreat zu gehen. Total schön, mega spannend und ja, total schön, dass es da dann quasi auch wie so einen Wendepunkt gab und
dass du jetzt auch im Nachhinein sagen kannst, hey, ich brauche es nicht wieder. Aber in dem Moment hat es mir extrem gut getan, auch für meine weitere Entwicklung. Und wie würdest du sagen, jetzt rückblickend, wie hat sich da ab dann dein Leben verändert? Also du sagst, Yoga ist geblieben und irgendwann kamen ja dann auch die ätherischen Öle. Was ist dann so aus dem Leben von Patricia langsam geworden, wenn irgendwas geworden ist vielleicht? Also was mir erstmal total gut getan hat, war so diese damals sehr intensive, fast tägliche Yoga-Praxis, die mich einfach extrem zu mir gebracht hat, die mich total geerdet hat. Und ich war ja, also ich kenne ein paar Freundinnen von mir, die sind sehr im Ayurveda und die sagen, ich bin so ein typischer Vata-Typ, ne? Also immer so, und so bin ich auch immer noch. Also das wird sich auch nicht verändern. Meditieren, mich mit meinem Atem auseinanderzusetzen. Und das Lustige ist, Leute, die mich jetzt über diesen Weg kennen, die sagen so immer zu mir, ja, du bist so ausgeglichen und du bist immer so total entspannt. Und ich gebe ja auch Yogastunden, also aktuell natürlich nicht, aber deine Stimme, die ist immer so beruhigend. Und ich denke mir immer so, ey, hättest du das vor 5 Jahren, hättest du mich gekannt, hättest du es ganz sicher nicht gesagt. Und ja. Interessant halt auch, was das Umfeld, also gerade auch Familie und enge Freunde, die das natürlich auch sehen, die alle sagen, ey, das ist so Wahnsinn. Und ich bin immer noch nicht wahrscheinlich der geduldigste Mensch, aber ich bin viel, viel geduldiger und ruhiger und einfach mehr bei mir als früher, ganz eindeutig. Also ich glaube, man ist da nie fertig, ne? Weil so ein paar Charakterzüge, die machen einen ja auch aus. Aber ich weiß zumindest oft, wenn ich so Tage habe, manchmal ist es ja so ein paar Tage hintereinander und dann merkt man, ah ja, ich könnte mich mal wieder auf meine Matte setzen oder ich könnte mal wieder meditieren und dann ist auch alles wieder besser. Also ich weiß einfach, ich habe jetzt dieses Tool, was mich da begleitet und Voll schön. Und wie sind dann die ätherischen Öle da noch mit dazu reingekommen? Wie hat sich das dann ergänzt? Sozusagen. Und wie ergänzt es vielleicht auch dein Leben? Weil ich kann mir vorstellen, dass es ja auch nochmal so ein Booster ist, ne? Also das war hat nochmal ein paar Jahre gedauert. Und ich bin tatsächlich gar nicht so über diesen, viele kommen einfach über dieses Thema emotionale Unterstützung. Und natürlich auch im Yoga werden die Öle ja generell viel verwendet, auch so in der Schlussentspannung oder zum Meditieren. Ich mochte das immer schon gerne. Also ich war immer ein Duftmensch. Ich hatte mich aber nie mit dem Thema auseinandergesetzt und dazu gekommen bin ich dann erst, als ich nach vielen, vielen Jahren die Pille abgesetzt habe und hormonell natürlich ein totales Chaos hatte. Also meine Haut war eine Katastrophe, mein Hormonspiegel war natürlich eine Katastrophe und da war ich einfach sehr verzweifelt und es war das erste Mal, dass ich wirklich gedacht habe, also meine Ärztin hat mir geraten, ja, wieder Hormone nehmen würde helfen, aber mein kurzfristiger Grund war halt, ich wollte keine Hormone mehr. Mittelfristig war natürlich auch so Familienplanung. Und dann habe ich damals da gesessen und dachte so, ich habe doch gesagt, ich will keine Hormone mehr nehmen. Und dann habe ich gedacht, okay, es muss irgendeinen anderen Weg geben und habe mich da einfach so ein bisschen eingelesen. Und irgendwie bin ich halt auf ätherische Öle gekommen und dann fügt sich manchmal so eines zum anderen. Ist ja manchmal bei Social Media ganz lustig. Also man sagt ja nicht umsonst, where the focus goes, energy flows. Also auf einmal war gefühlt überall nur noch ätherische Öle. Das hat mich ein bisschen verfolgt. Und dann hat mich jemand angeschrieben bei Instagram, so ein Account, der privat war, wo man irgendwie gar nichts gesehen hat, wenig Follower. Und die dachte, hat mir geschrieben, weil ich hatte irgendein Öl geschenkt bekommen von einer Yoga-Lehrerin, von einer Befreundeten. Und da habe ich eben ein Foto gemacht beim Meditieren. Ich weiß es nicht mehr genau. Und sie hatte mich damals angeschrieben und hat dann gesagt, hey, hast du nicht Lust, da mehr drüber zu erfahren? Und dann haben wir ja wie so eine Art Blind Date in München gehabt. Ich saß dann da und dachte so, Gott, ich weiß eigentlich gar nicht, wer da kommt. Ne? Also vielleicht kommt jetzt auch irgendein Typ, der sich hinter diesem Profil versteckt. Weil heutzutage passieren hier komische Dinge. Richtig, ja. Und dann bin ich so auf ätherische Öle gestoßen und habe gesagt, okay, ich integriere das jetzt mal in mein Leben. Ich gucke mal, was das mit meiner Gesundheit macht. Und innerhalb von 2 Monaten hat sich da sehr viel getan und sehr viel verändert. Und seitdem bin ich da so total drin. Also dann kam irgendwann natürlich auch, wie kann ich das für meine emotionale Themen verwenden? Gerade so dieses Thema Unruhe, Ungeduld,
heute denke ich mir so, hätte ich das mal früher gehabt. Also auch im Sport denke ich mir so oft, ich glaube, das hätte mir richtig gut geholfen. Also oder bei vielen Dingen, ja, auch Studium, Prüfungen, was man halt so für Situationen im Leben hat, rückblickend. Aber ich glaube immer, es kommt alles zum richtigen Zeitpunkt. Und mein Zeitpunkt war halt damals, als ich dieses hormonelle Chaos hatte. Ja, ich glaube auch, man braucht einfach, manchmal ist man dann vielleicht auch zu einem früheren Zeitpunkt, wenn man gar nicht offen dafür. Also ich habe das dann auch manchmal, wenn man diesen intrinsischen Need nicht hat, für sich für gewisse Dinge zu öffnen, dann würde das vielleicht dir begegnen irgendwo und du würdest denken, ja, und vielleicht gar nichts denken und dann nimmt man es einfach nicht wahr, ne? Ja, ich glaube auch, also es gibt ja Leute, die wachsen schon von klein auf mit Naturheilkunde auf, ne? Mit Schüsslersalzen oder Globuli oder Heilpraktiker und tatsächlich bin ich halt gar nicht so aufgewachsen, sondern wirklich so klassisch und ich verteufel auch, das ist mir ganz wichtig, ich verteufel auch nicht die Allgemeinmedizin überhaupt nicht, aber ich bin einfach total dankbar, dass ich über den Weg meine kleinen Helferchen habe, mit denen ich erstmal gucken kann, wie kann ich mir selber helfen und wie kann ich mir auf natürlichem Weg helfen. Und dann ist es ja super, wenn es nicht hilft, wenn man jetzt mal so körperliche Themen sieht, dass man dann die Wissenschaft und die Pharmaindustrie und Ärzte hat, die einem dann da auch noch Unterstützung geben können. Aber ich kann mir halt erstmal selber irgendwie ganz gut helfen für so viele Kleinigkeiten. Und das finde ich halt einfach toll an der Geschichte. Ja. Total schön. Ich finde es auch mega spannend und so, so vielseitig. Also man kann ja wirklich so viel damit machen. Und ich habe auch ganz, ganz viele Bekannte, die inzwischen auch, also da auch wieder ein klassisches Beispiel, ne? Ich habe einmal angefangen, über dich auch die Öle zu nutzen und auf einmal ganz, ganz viele Menschen, die Öle nutzen und die wirklich die Öle auf die unterschiedlichste Art und Weise einsetzen. Also letztens hatte ich auch einen Schnakenstich, da kam dann direkt eine Bekannte und so, hier, ich habe so einen Ölmix, mach mal drauf und schwupp mal, dieser Schnakenstich hat aufgehört zu jucken und es war total schön. Die nächste nimmt es irgendwie für den Mann, der nachts schnarcht oder keine Ahnung, einfach so zur Entspannung oder fürs Yoga oder für DIY. Also es ist ja echt, da öffnet sich eine komplett neue Welt und ich glaube, da könnten wir jetzt wahrscheinlich 2 Stunden drüber reden, was man alles, wenn es reicht, mit ätherischen Ölen machen kann. Aber vielleicht mal so auf deinen Alltag geblickt, wie wendest du denn die ätherischen Öle am meisten an und wie kann ich mir deinen Alltag mit Yoga und ätherischen Ölen so vorstellen? Also vielleicht folgt dir ja auch der ein oder andere bei Instagram und das ist alles immer so, das sieht immer so schön ganzheitlich aus. Erzähl mal unsere Zuhörer und wie das aussehen kann, wenn man die 2 Sachen kombiniert. Also ich glaube, als Mama mit kleinem Baby, also mein Sohn wird nächste Woche 10 Monate alt, so ganz ganzheitlich und ganz entspannt ist es natürlich nicht immer. Deswegen, also so die Yoga-Praxis, muss ich ganz ehrlich sagen, die habe ich momentan in meiner Routine wirklich nicht drin. Es fehlt mir auch brutal, aber das bekomme ich momentan, bin ich ehrlich, wirklich auch nicht hin und ist auch okay und dann kommen auch wieder andere Zeiten. Aber wenn ich dann mal morgens mit Yoga oder Meditation in den Tag starten kann, dann, ich habe so eine Mischung, die nennt sich Balance. Also damit starte ich eigentlich immer in den Tag, auch wenn ich es jetzt nicht auf die Matte schaffe, weil ich finde, ausgeglichen in den Tag zu starten, egal ob man jetzt Mama ist oder nicht, finde ich immer toll, vor allem in den Zeiten aktuell, wo es jeden Tag irgendwelche neuen Horrormeldungen gibt, finde ich so ausgeglichen und so bei sich zu sein extrem wichtig, dass man nicht so total durchdreht. Ja. Ich nutze die Öle ja auch super viel in meiner Pflege, also die stehen auch bei mir im Bad. Ich integriere die in meine Creme, in so einen Gesichtstoner. Also so starte ich morgens schon in den Tag. Ich habe so ein Serum, was ich mir selber gemacht habe aus verschiedenen Ölen mit einem Jojobaöl als Trägeröl, was halt einfach ein tolles Gesichtspflegeöl ist. Und dann trinke ich jeden Morgen, das mache ich schon ganz lang, ein lauwarmes Glas Wasser und da mache ich so ein bisschen Himalaya-Salz rein und dann kommt noch ein Tropfen Lemonöl mit dazu. Das unterstützt einfach, also erstmal Elektrolyte aufbauen durch das Himalaya-Salz, aber es unterstützt einfach die Verdauung, den Stoffwechsel, um morgens so in Gang zu kommen.
Wenn man mir bei Instagram folgt, dann weiß man, dass ich auch gerne Matcha Latte morgens trinke. Da mache ich auch ganz gerne mal die Öle rein. Also gerade so Kardamom ist halt toll für die Verdauung. Pink Pepper ist, hört sich komisch an, aber ist auch ein tolles Öl im Matcha oder im Kaffee. Wirkt sich einfach auch aufs Nervensystem zum Beispiel positiv aus. Also alles so, und ich glaube, gerade seitdem ich Mama bin, versuche ich alles, was einen so runterholt, sehr stark zu integrieren. Im Verlauf des Tages gucke ich einfach, also ich meine, der Diffuser gibt einem einfach die Möglichkeit, dass es zu Hause immer mit so einem Wellness-Tempel riecht. Ich mag das halt gerne. Gerade an so einem regnerischen Tag wie heute kommen da natürlich Zitrusöle rein, dass ich trotzdem irgendwie gut gelaunt und guter Stimmung bin. Pfefferminz ist ein tolles Öl, was ich auch manchmal nutze, wenn ich einfach so ein kleines Nachmittagstief habe und mich müde fühle. Also so hangel ich mich dann so durch meinen Tag und auch am Abend. Verwendung und vorm Schlafen. Also ich habe das immer im Diffuser, verschiedene Mischungen oder einfach unter die Fußsohlen, auch in die Abend- und Schlafroutine von meinem Sohn habe ich das so von Tag 1 an eigentlich integriert. Der bekommt immer so eine kleine Fußmassage so zum Runterfahren. Und das mache ich wirklich seit Tag 1 und da habe ich die Öle auch integriert. Also das mal vielleicht so ganz kurz abgerissen, einen Tag von mir mit den Ölen. Mega cool. Und das hatten wir bei unserem Insta-Live und da denke ich so voll oft dran. Ich selber habe es noch nicht gemacht und denke mir jeden Morgen aufs Neue, ach, morgen musst du das machen, was Patricia immer sagt, in die Dusche rein. Ich stelle mir dann immer vor, wie ich einfach so plötzlich mein Badezimmer in so ein Spa verwandle und ganz kurz das, aber ich habe es selber noch nicht gemacht. Also ich denke jedes Mal wieder aufs Neue dran und vergesse es dann wieder, aber du erzählst es immer und ich finde, es klingt einfach so dermaßen attraktiv. Ja, diese Aromadusche ist halt ganz toll, weil, also ich mache dann immer, also wenn ich es morgens mache, dann natürlich meistens auch irgendein Zitrus, irgendein Gute-Laune-Öl und dann mache ich einfach so 4-5 Tropfen auf den Boden und wenn man dann das Wasser wirklich warm aufdreht, dann kommt so von unten so wie so eine richtige Aromadusche, für ein paar Sekunden zumindest und die reichen einfach, finde ich, wenn man kurz die Augen zumacht, um gut in den Tag zu starten. Kann man aber abends natürlich, wenn man abends duscht, auch mit Lavendel oder sowas machen. Also da gibt es auch wieder, wie bei allem, unendliche Möglichkeiten. Ja, mega cool. Und mal kurz überlegen, wie ich die Frage formuliere. Würdest du sagen, dass die Öle auch nochmal wie so ein Accelerator waren, was so deine Achtsamkeitspraxis angeht? Also jetzt im Vergleich zu Yoga, weil Yoga ist ja, wie du sagst, du musst halt wirklich dann die Zeit haben, auf die Matte zu gehen, ne? Und wenn du jetzt einen stressigen Alltag hast und gerade mit Kindern hört man das ja, ich selber habe noch keine, aber ich höre das ja an jeder Ecke, dass es einfach nochmal ein anderer Alltag ist. Und da ein Öl hast du ja einfach so zur Hand. Da gehst du einfach an dein schönes Regal und guckst, was brauche ich jetzt gerade und nimmst es raus. Also würdest du sagen, dass das nochmal irgendwie intensiver ist oder vielleicht auch anders? Ja, also ich glaube auch, dass völlig egal ist, ob man Mama ist oder ob man einen stressigen Job hat. Wir alle sind ja in unserem Alltag irgendwie gefangen. Das Schöne mit den Ölen ist halt, du hast halt wie so kleine Achtsamkeitsinseln, ja, also du musst dir nur dein Öl nehmen, sagen, okay, ich mache jetzt mal einen Tropfen auf die Handflächen, ich verreibe das und ich mache jetzt einfach mal kurz die Augen zu und nehme mal 10 Atemzüge. Keine Ahnung, vielleicht hast du gerade irgendwie eine doofe E-Mail von einem Kollegen bekommen und regst dich auf oder irgendein Kunde war blöd oder also dazu brauchst du nicht Mama sein und Kinder haben, das kann ja bei der Partner, man hat wieder irgendwas spielen lassen, weiß ich. Es gibt ja 1000 Dinge und das ist halt einfach schön oder du merkst, ich brauche einfach gerade eine Pause, da hilft es halt einfach. Ich nutze die Öle ja auch gerne als Parfum, also man kann die schön an die Pulspunkte geben, hinter die Ohren. Und einfach mal so ein paar Mal tief durchatmen, reicht schon aus. Klar, wenn man es noch mit einer Yoga-Praxis oder mit einer Meditation verbinden kann, ist immer super. Aber das sind halt, sage ich mal, so 10 Sekunden, die das Ganze vielleicht dauert. Und die können schon sehr viel mit der Stimmung machen. Ja? Ja. Das kann man schon sagen, doch. Voll cool, mega cool. Also schon mal danke, dass du da uns mit reinnimmst. Und was ist so deine Vision? Du arbeitest ja mit den Ölen, du trägst es ja auch nach draußen und man kann ja auch mit dir in dem Öle-Business sozusagen arbeiten. Was ist so deine Vision dahinter? Was ist so dein Warum, was du durch die Öle nach außen tragen kannst? Ich habe einfach für mich
gemerkt, was die Öle mit meinem Leben, mit meinem Alltag machen, meiner Gesundheit machen. Also es ist wirklich so wie so eine Art kleiner Heiler, den jeder selber zu Hause hat. Also ich finde einfach schön, Leute zu bemächtigen, sich selbst wieder zu helfen. Ja, also ja, wie formuliere ich das? Einfach so sich selbst. Unsere Gesundheit ist unser A und O. Und ich finde halt schön, auf natürliche Weise finde ich super, sich da helfen zu können. Auch emotional, also da einfach die Leute hinzuführen, auf ihre Gesundheit wieder mehr Wert zu legen, so einen healthy Lifestyle natürlich zu haben, aber auch mentale Gesundheit ist ein Riesenthema. Und das einmal so auf der Anwendungsseite und was das Business angeht, halt einfach die Möglichkeit, sich was vielleicht dazu zu verdienen mit einem tollen Produkt. Also wie oft hast du das, dass du irgendwie denkst, naja, wir empfehlen den ganzen Tag, empfehlen wir Dinge. Ja, hast du eine tolle Hose an, fragt dich jemand, sagst du, ja, die ist vom Zara. Ja. Bei Amazon habe ich das und das gekauft. Guck doch mal im Supermarkt, das und das Joghurt habe ich jetzt gekauft. Ja. Aber nichts anderes ist das Öle-Business ja auch. Ja, also Leute zu ermächtigen, für ihre Gesundheit etwas zu tun, um sich selbst zu unterstützen. Und wenn du vielleicht Mama bist, du kannst es von zu Hause machen, dieses Business, oder selbstständig bist und das passt irgendwie zusammen, gerade so im Bereich Yoga oder Spiritualität. Ja. Ich glaube, vor allem Frauen auch zu ermächtigen, dass sie in dem Business auch echt was rocken können. Also, dass du nicht so weißt, du sitzt von 9-to-5 irgendwo und arbeitest dir den Hintern wund, aber halt nicht für dich, sondern halt für irgendwen anders. Ja. Und ich finde, das ist halt so das Schöne an dem doTERRA-Business. Ganz unabhängig davon, dass wir ein tolles Netzwerk an Frauen haben. Wir beide haben uns so kennengelernt. Ja, und es ist einfach ein tolles Empowerment, eine tolle Unterstützung, ein tolles Miteinander. Ich komme aus dem Sport. Natürlich waren andere Frauen immer meine Gegnerinnen. Ja. Ja, aber ich finde es einfach schön. Vielleicht muss man dazu auch als Frau auch eine gewisse Reife oder ein gewisses Alter oder ein gewisses Leben, einen gewissen Lebenspunkt erreichen, dass man merkt so, hey, es ist viel cooler, wenn man zusammenarbeitet und nicht immer gegeneinander und hier Ellbogen und alles besser. Das ist total anstrengend. Ja. Also es ist so viel entspannter, dann zusammenzuarbeiten. Und ich finde, das ist auch was das Öle-Business so mit sich bringt. Ja. Und das hoffe ich halt, so vielen wie möglich zugänglich zu machen. Total schön. Mega cool. Und ich finde es auch, ja, ich finde es auch eine total angenehme Energie überall, wo ich irgendwie damit in Verbindung komme. Und ja, wie du es gerade sagst, ich weiß nicht, vielleicht hat es gar nicht mal so viel mit dem Alter zu tun, aber mit der Tatsache. Ich glaube auch, manchmal muss man einfach so verschiedene Lebensbereiche durchgemacht haben, auch mal in so einen Lifestyle voll reintauchen, wo man dachte, das ist mein Ding. Und dann merkt man irgendwann, nee, ist okay, geht auch nicht. Ich habe es jetzt einmal ausprobiert, ich brauche es doch nicht mehr. Aber ich glaube, man braucht es manchmal einfach für die eigene Erfahrung, braucht es irgendwie, ich weiß nicht, das Unterbewusstsein, die Seele, was auch immer, irgendjemand irgendwas in dir braucht, manche Erfahrungen zu machen, damit man dann andere wieder wertschätzen kann, definitiv. Und ja, ich finde es auch einfach voll die schöne Möglichkeit, auch wie du gerade sagst, wenn du dann irgendwie, ich glaube, ganz vielen Mamas geht es auch so, wenn du dann irgendwann merkst, okay, jetzt muss ich aus meinem Beruf raus, jetzt bin ich vielleicht ein Stück weit auch auf meinen Mann angewiesen, früher oder später, habe vorher ganz lange gekämpft, auf eigenen Beinen zu stehen, jetzt muss ich das irgendwie abgeben. Und ich glaube, das sind dann tatsächlich echt so Punkte, wo man vielleicht ganz froh sein kann, wenn es da irgendwie Alternativen gibt. Wenn man einfach, sag ich mal, auch für sich noch was im Kopf zu tun hat. Ne? Also ich meine, ich liebe meinen Mama-Job total, aber du sitzt halt den ganzen Tag und spielst mit Baby und du bist ja so, du hast das Gefühl am Ende des Tages, was habe ich heute eigentlich gemacht? Ich habe echt nichts gemacht. Du hast natürlich total viel gemacht, aber halt nicht geistig das, was du vielleicht gewohnt warst. Und so ist es für mich zum Beispiel auch noch eine mega schöne Möglichkeit, halt auch so ein bisschen vom Kopf auch was zu machen und das Gefühl zu haben, okay, ich kann mir da auch was aufbauen, was einmal uns als Familie zugutekommt, aber wo ich auch sagen kann, so hey, das ist das, was ich mache, also was ich mir aufbaue. Das ist, glaube ich, wie du auch gesagt hast, für viele Frauen schon auch ein großes Thema. Ja,
Total. Oder halt einfach auch nochmal eine Absicherung zu haben. Ne? Also ich glaube, das letzte Jahr, mein Vater hat immer zu mir gesagt, oh, dein Job, der ist so sicher und Sicherheit und bleibt da. Und ich glaube, das letzte Jahr oder die letzten anderthalb Jahre haben uns gezeigt, dass überhaupt kein Job sicher ist. Deswegen ja nochmal vielleicht eine Absicherung zu haben und mit was Schönem zu arbeiten, macht ja auch Spaß. Das ist ja vielleicht auch nochmal ein großer Faktor. Total schön, und das ist auch wirklich was, das wirklich ja haben wir gerade auch mit unserem Gespräch, glaube ich, gezeigt, dass da ja so viel Heilung drin stecken kann und so viel für unser Inneres tut, dass wir einfach ein erfülltes und zufriedenes Leben uns schaffen können, von innen und von außen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Voll schön. Patricia, zwei Fragen habe ich zum Abschluss, die ich jetzt immer meinen Podcast-Gästen gestellt habe. Und zwar zum einen, was ist für dich der innere Weg? Gar nicht so eine leichte Frage. Der innere Weg, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Weg, der nicht geradlinig geht, sondern der sehr viele Kurven hat, vielleicht auch den einen kleineren oder größeren Stein im Weg, den man vielleicht besteigen oder überklettern muss. Definitiv auch eine Berg- und Talfahrt. Und ich habe das Gefühl, es ist wie so eine, vielleicht wie so eine Lotusblume, ne? Die wächst ja aus Matsch und man muss sich erstmal so richtig durchbuddeln, bis man so unten angekommen ist, da wo der Ursprung des Ganzen entsteht. Und ich glaube, das ist so der innere Weg, wie lange der dauert. Ich glaube, dass der nie fertig ist. Also ich glaube immer, du entdeckst immer wieder dann eine neue Seite an dir. Das merke ich jetzt auch in den letzten Jahren. Und du bist nie fertig damit. Immer tieferes Graben oder wie so eine Zwiebel, wo man immer eine Schicht mehr abträgt. Ich glaube, das ist der innere Weg für mich auf jeden Fall. Voll schön. Mega das schöne Bild auch mit der Lotusblume. Total cool. Kann ich dir nur beipflichten. Ich finde, ja, das ist immer so eine Frage. Da gibt es so viele tolle Antworten und jede ist richtig. Das ist das Schöne daran. Und definitiv ein ganz, ganz tolles Bild, das werde ich mir merken, mit der Lotusblume, toll. Ich glaube, das kann sich auch jeder gut merken, wie es einfach so tief runtergeht und durch den Matsch noch durch, aber am Ende kommt eine schöne bunte Blume raus. Total. Ja, das hat unser balinesischer Yoga-Lehrer damals im Retreat gesagt, no mud, no lotus. No mud, no lotus. Das ist gut. Ja, das ist immer, wenn man sagt, nach Regen kommt Sonne. Also finde ich auch sehr schön. Ja, total, total cool. Voll schön. Vielen Dank dafür. Und ja, und die zweite Frage ist, wenn du unseren Zuhörern einen Tipp mitgeben könntest, wie sie ein bisschen mehr Achtsamkeit oder ein bisschen mehr Bewusstheit in ihr Leben integrieren können, was man jetzt vielleicht von heute auf morgen auch umsetzen kann. Kann mit oder ohne Öle sein oder mit oder ohne Yoga. Was wäre da ein Tipp, den du uns von Hörern mitgeben kannst? Also ich glaube, der Tipp, der so der einfachste ist, weil es ist etwas, was jeder kann, ist einfach ein bisschen mehr Bewusstsamkeit für seinen Atem. Also ich finde, Atem ist, finde ich, ein großer Schlüssel zum Thema Achtsamkeit. Einfach sich mal hinzusetzen und mal ganz bewusst wirklich auch in dem Bauch zu atmen, das können ganz viele nicht. Ich konnte das am Anfang auch nicht, weil wir atmen ja den ganzen Tag eher so sehr flach und in der Brust und gerade so dieses Gestresste, ne, immer hier oben, sich einfach ein bisschen bewusster mit seinem Atem auseinandersetzen. Vielleicht auch so, ich glaube, zum Einschlafen kann man das auch gut machen, sich einfach hinlegen, Hände auf den Bauch und dann so richtig mal in den Bauch atmen, ein paar tiefe Atemzüge nehmen und da braucht man, klar kann man das mit Ölen machen, aber braucht man nicht dazu, man braucht wirklich gar nichts. Und das Schöne ist, man kann es überall machen. Ja? Also egal, ob du jetzt in der Bahn bist oder im Auto oder im Büro oder auf der Toilette oder wo auch immer. Ja. Und ich finde, man muss gar nichts können, weil Atmen ist ja ein Reflex. Also das können wir alle. Ja. Ich glaube, das ist so, finde ich, also mir hat das Thema Atem sehr viel gemacht. Mega schön. Voll gut, ja, finde ich auch. Atem ist echt, es erdet einfach.
es erdet und es ist sofort da, wenn man dran denkt. Also ich glaube, es ist noch immer eine, man muss es sich bewusst machen, sonst vergisst man tatsächlich, selbst wenn man gestresst ist, zu atmen. Aber es ist mega. Und ich finde, man gewöhnt sich das auch echt gut an. Ich habe das früher auch gemacht, dass ich sehr, sehr flach geatmet habe. Und wirklich mal, wie du auch sagst, zu gucken, wie sich die Bauchdecke hebt und wie das senkt. Und wenn man das einmal so, also wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann gewöhnt man sich da auch echt dran und merkt, wie man einfach generell das verinnerlicht, dieses richtige Atmen tatsächlich. Wir verlernen zu atmen. Ja. Total wichtig. Voll schön. Patricia, wie kann ich mit dir arbeiten? Wie kann ich mit dir in Kontakt treten, wenn unsere Hörer sagen, war mir total sympathisch oder das ganze Öle-Thema und du gibst ja auch ab und zu noch Yoga-Unterricht. Erzähl mal, wie wir da mit dir Kontakt aufnehmen können. Ja, da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Zwei Möglichkeiten, also die einfachste, glaube ich, für jeden ist, auf Instagram findet man mich unter Patricia Keimer. Da könnt ihr mich natürlich immer sehr gerne anschreiben oder aber auch, wenn ihr so ein bisschen mehr noch Eindruck haben möchtet, okay, wie sieht es aus, dann könnt ihr vielleicht noch bei meiner Homepage vorbeigucken. Das ist www.themunichyogi.de. Da gibt es auch noch ein bisschen mehr über mich und da gibt es natürlich auch eine Kontaktmöglichkeit, aber natürlich auch über La Casita, ne? Über mein Expertenprofil dort. Verschiedene Wege, mit mir in Kontakt zu treten. Sehr schön. Ich packe auch alles nochmal in die Shownotes und genau, dann kann jeder zu seinem Thema quasi zu dir kommen, sei es Yoga, sei es die Öle, sei es... Ja, vielleicht zum Thema Öle auch, also falls den einen oder anderen, der jetzt zuhört, das interessiert, also ihr könnt immer gerne da mit mir in Kontakt treten, es gibt immer erstmal ein unverbindliches Beratungsgespräch, was nichts kostet und seid auch nicht verpflichtet, dann die Öle zu bestellen. Ich berate da sehr, sehr gerne und gucke, ob es da vielleicht passende Möglichkeiten gibt. Also scheut euch nicht, mich da einfach mal anzusprechen. Mega schön. Patricia, ich danke dir für das tolle Gespräch und für deine Zeit und für den vielen wertvollen Input und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.